Hallo, hier ist der Robin und die Melanie von Sportcodex und wir wollen euch heute die Basisvariante der Schulterbrücke zeigen. Dazu kommst du in Rückenlage und es kann sein, dass du in Rückenlage dir den Kopf sehr überstrecken musst, was bei der Melanie jetzt nicht der Fall ist. Und in dem Fall nimmst du dir einfach wieder ein Kopfkissen oder den Hinterkopf. Gehen wir bei der Melanie weg. Melanie, du darfst bitte deine Beine aufstellen. Und du stellst sie auf, dass wir so ungefähr, vielleicht ein bisschen weiter weg noch, Melanie, die Fersen, dass wir so ungefähr ein bisschen spitzerer Winkel wie 90 Grad. Dann stellst du bitte die Füße auf die Fersen, damit du schön Druck über die Fersen in den Boden geben kannst. Und jetzt suchen wir mal die obere Position der Schulterbrücke. Melanie, einmal die Hüfte hochdrücken und zwar so hoch du kannst, bis zum Anschlag. Und wenn du das tust, spürst du, wie du dich in ein vermehrtes Hohlkreuz in deinem unteren Rücken drückst. Das ist ein bisschen zu hoch. Von da senkst du ab, hast im Prinzip eine schöne, lange, gerade Linie von Oberkörper über Oberschenkel. Genau die gleiche Position hier. Ich will dich nicht hier haben, ich will dich hier haben. Und das ist ab sofort deine obere Endposition. Und in dieser oberen Endposition spürst du zwei richtig feste Pobacken, wie wir es schon in den vorherigen Videos geübt haben. In dieser oberen Endposition zwei feste Pobacken. Druck über die Fersen in den Boden. Jetzt gehst du bitte tief, bis die Pobacken den Boden antippen und drückst dich wieder hoch in deine obere Endposition. Das wiederholst du bitte ein paar Mal, Melanie. Und das ist die Basisvariante der Schulterbrücke. Jetzt können wir die Atmung, die Geburtstagskuchen-Bauchspannung-Atmung und das Anspannen der Pobacken noch mit dazufügen, mit dem Hochkommen. Du atmest aus, spannst den Bauch an, spannst die Pobacken an und gehst wieder tief, atmest ein. Wunderbar. Und auch hier wieder genau die gleiche Bewegung und die Atmung, die du brauchst fürs Kreuzheben oder für den Kettlebell-Swing oder für ganz viele andere Bewegungen. Viel Spaß beim Üben.